Hallo, hier ist die Anja von Stempelitis.de. Die Sandra hat sich von mir ein Auspackvideo gewünscht. Das heißt, sie würde gerne mal zugucken, wenn ich mein Paket mit der Sammelbestellung von Stampin' Up! Auspacke. Und da jetzt gerade die Post da war und mir mein Paket gebracht hat, habe ich gedacht, das setze ich gleich mal um. Und ja, hier steht das Paket. Ich habe es nur schon mal aufgeschnitten. Und dann gucken wir jetzt mal zusammen rein, was da alles drin ist. Es ist nur eine kleine Bestellung, aber es sind auch Sachen dabei, die ich noch nicht habe. Und deswegen ist die Freude da immer sehr groß. Am Anfang ist hier erstmal ein bisschen Füllmaterial, damit die Sachen im Karton nicht so hin und her fallen, damit nichts kaputt geht. Und dann sehe ich schon die ersten Schätze. Die Tüten sind jetzt nicht so weltbewegend, aber die werden auch meistens mitgeliefert, wenn man für mehrere Leute bestellt, damit man das dann alles schön einzeln zusammenpacken kann und verteilen kann. Ja, oh, hier sehe ich schon ganz toll diese Mini-Geschenkschleifchen. Die, wo gehen sie denn auf? Muss ich gleich mal richtig reingucken. Hier ist so ein Aufkleber. Ja, die sind total niedlich, hier in Silber. Und da hinten ist da gleich ein Aufkleber dran, damit man die direkt aufkleben kann. Die sind total super und sind auch ganz, ganz viele drin. Ich glaube, 45 Stück. Ja, das sollte eine Weile reichen. Dann habe ich das Sommerbeere-Knitterband bestellt. Da müssen wir auch gleich mal gucken, wie das so richtig schön knittert hoffentlich. Es gibt ja auch noch das glatte Band. Ah, ich bin immer so ungeduldig bei so neuen Sachen. Da muss ich gleich mal natürlich ganz vorsichtig das aufmachen. So, ja, oh ja, ist ganz verknittert, kannst du sehen, super weich, kann man schöne Schleifen mitbinden, ganz bestimmt, also da, ein Traum. Ah, hier sind die Stempelkissen für Nicole, die hatte aus Versehen Farbkarton mir die Stellnummern durchgegeben und wollte aber die Stempelkissen haben, also Nicole, hier sind deine Stempelkissen und mach dir keine Gedanken, den Farbkarton bin ich schon anderweitig losgeworden. Was haben wir hier? Ah, das ist für die Britta. Das ist die Stanzform für die kleinen Holzkistchen. Warte mal, ich habe, glaube ich, hier ist noch eine fertige. Also da, das ist die Stanzform dafür. Dann habe ich bestellt, das müsste zweimal drin sein, jawohl. Zweimal das Set Kartensortiment Erinnerungen und mehr Farbenspiel. Das brauche ich nämlich für meinen nächsten Workshop. Hurra, der Workshop kann stattfinden. Hier ist ein Gastgeberinnen-Set. Das nennt sich Lebe deinen Traum. Ich meine, ich habe schon ein paar Ballons, Luftballons, aber auch Heißluftballons und Wolken. Naja, kann man nie genug haben, aber die Sprüche finde ich ganz toll. Und ja. Also das musste ich halt auch unbedingt haben. Da weiß ich auch, für wen das ist. Da hat sich die Kuni noch ein bisschen Farbkarton in diesen schönen Sommerfarben bestellt. Das ist also auch da. Mal gucken, hier ist der Lieferschein. Die Gänseblümchenstanze ist natürlich im Rückstand. Da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Das ist das Designerpapier für Café Olé. Da gibt es ja auch Sinnlitz dafür und mit den Sinnlitz kann man dann hier diese Motive ausstanzen. Auch hier muss ich gleich mal aufmachen und mir die einzelnen Böden ansehen. Zack, weg mit der Folie. Okay, also was haben wir da? Das haben wir ja schon gesehen. Ich finde die Farben total schön mit dem Wildleder und dem Grün und noch so ein bisschen Hellblau dabei. Die Rückseite, ja, okay, muss nicht sein, geht. Ah, ganz viele Kaffeebohnen, die sind natürlich toll. Gestreift ist auch immer schön. Was haben wir hier? Kaffeeflecken.
Da gibt es auch ein Stempelset mit einem Stempel, wo solche Kaffeeflecken drin sind, ja. Dann haben wir hier auch nochmal ein schönes Muster. Das geht gut für den Hintergrund. Und, ach, das nochmal in Braun. Hier sind nochmal ganz viele Kaffeekannen und Becher und Teekannen. Auch sehr schön. Rückseite Holzmuster. Mhm. Hier Punkte auch wieder in diesen Farben. Tolle Farbkombi, gefällt mir super gut. Und auf der Rückseite Herzchen. Ja, schön. Gut, und das Ganze dann noch einmal. Ist ja immer alles doppelt. So, vorsichtig raus mit dem Papier. Und auf die Seite. Und als letztes, nee, nicht als letztes, da ist noch was. Einmal Glitzerkarton habe ich wieder gebraucht für meine Torten zur Silberhochzeit. Da war nicht mehr viel da. Und hier ist noch, ach, das sind die Holzakzente mit den Herzen und Sternen. Muss ich auch gleich mal aufmachen. Das geht immer ein bisschen schwierig. Da muss ich nochmal meinen Fingernagel. So. Ah, okay. Holen wir mal eins raus. Also das ist hier relativ dünn. Und dann kann man das so rausdrücken und dann kann man sowohl die Sterne innen als auch das dünne, diesen Rahmen außenrum benutzen. Und auf der Seite sind die auch nochmal ein bisschen, ja, hier sind nochmal so Rillen drin. Das ist nochmal schraffiert. Schön auch, da ist schon ein Herzchen, ist schon abgehauen. Das war hier drin. Nicht, dass das verloren geht. Ja, gut, also auch wieder gut einpacken. Und weg. Ja, und jetzt ist die Kiste leider schon leer. Ich habe ja gesagt, ist nur eine kleine Bestellung gewesen. Aber wenn dir das Video gefallen hat und Spaß gemacht hat, dann mache ich das bei der nächsten Sammelbestellung wieder. Und dann gucken wir mal, was dann alles Schönes drin ist. Ja, gut. Also dann, schönen Tag dir noch. Mach's gut. Die Anja.